Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, das ist jetzt die Folge, sind diese Folgen, die übernommen werden von Foundation, weil ja das Update unser Let's Play kaputt gemacht hat. Bedeutet, ihr seht jetzt diesen Samstag und Sonntag Folgen, die normalerweise, ja, Donnerstag und Samstag für Foundation kommen werden. Aber natürlich daher nach hinten verschoben werden, weil wir es ja nicht spoilern wollen. Wir sind ja gerade auf dem Weg zum Mann. Lassen wir uns jetzt hier gar nicht ablenken. Wir sind auf dem Weg zum Mann, sind sehr gut dabei, wie ich finde. Und würde sagen, wir tun nach hierher mal vorspulen. Unser Orbit dreht sich eh schon wieder. Ich würde nicht dann gerne auf der schönen Seite oder auf der hellen Seite landen. Schau mal, wie viel MS wir jetzt brauchen. 700 haben wir aktuell. Bin eh gespannt, wie gut das funktioniert. Weil, wer weiß, wie gut das läuft. Bedeutet, warte mal, ich würde noch gerne wissen, wie viele Schübe haben wir noch aktuell frei nach dem hier. 34 Zündungen, ja, das schaut doch noch gut aus. Dann würde ich die einmal hochdrehen. Alter, ich bin so gespannt, ne? Bin so gespannt, wie wir jetzt dann zum Mann fliegen. Problem ist natürlich, wir haben jetzt hier den Punkt, der nach unten geht. Der zieht immer weiter runter. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht zu tief kommen. Ist der nicht bei 10.000 schon? Jetzt ist die Frage, wollen wir nicht direkt runterbremsen und versuchen, hier irgendwo zu landen? Obwohl, da wäre gleich hier vorne schlauer. Hier hervorspulen. Dann würde ich sagen, probieren wir hier direkt die Landung. Was haben wir großartig zu verlieren? Wir setzen unseren Punkt irgendwie so, dass wir hier drüber kommen. Machen wir einen F5er, das müsste schnell speichern sein. Und gehen hier mal auf volle Bremsungseinheit. Wenn wir auf 0 sind, müssten wir immer noch 1000 MS drin haben. Schauen wir mal. Weil jetzt kriegen wir Punkte. Jede Mondlandung bringt uns ordentlich Punkte für den Anfang. Und sobald wir mehr Leute haben, können wir auch Richtung Minmus. Weil bei Minmus ist das Problem, dass durch die Entfernung er einsam wird. Und das natürlich nicht unbedingt so gut ist, wenn er einsam wird. Weil dann drückt er eventuell den einen oder anderen Knopf und dann macht's Puff und unsere Rakete ist kaputt. Und das wollen wir ja nicht, ne? Alter, da ist ein... Ich sehe das jetzt erst... Oh. Ja, dann würde ich gerne hier landen. Da, wo ich gerade bin, könnte man das einrichten. Das Problem ist, dass wir nur diese kleinen Engines jetzt zur Landung haben. Wir fahren schon mal unsere Füße aus. Ich sehe da vorne die Karte, wo wir ungefähr hin sind. Ich mag hier. Brems runter, so schnell du kannst. Jetzt wären wir mitten im Krater. Lieber davor irgendwo, du. Ich überlege gerade, ob ich das mittlere Triebwerk mal kurz aktiviere. Dann sollte die Bremsung wenigstens um einige schneller sein. Jo. Das gibt uns nochmal ein bisschen extra Boost. So, perfekt. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Noch ein bisschen, ja, perfekt. Also hoch dürften wir eigentlich gar nicht mehr sein. Wir nehmen uns eh gegen... Upp. Da habe ich mal wieder die Geschwindigkeit übersehen. Meter, das stimmt sicher nicht. Oh, 3000 noch. Triebwerk ausschalten. 40 Meter pro Sekunde. Schauen wir, dass wir unter 30 oder sowas bleiben. Wir haben jetzt natürlich viel Energie geburnt, die wir im Haupttriebwerk gebraucht hätten. Aber hey.
Alter. Wir sind endlich da. Nach Planungen, Raketenflügen und haben wir es endlich geschafft. Wir sind auf dem Mann und haben genügend Ladungen für Jahre. Alter, man kann hier sogar bremsen, wow. 2000 Meter noch, Alter. Dieses Gefühl gerade ist, ah, endlich da zu sein. Ich freue mich. Ich freue mich, das sage ich euch. Das freut mich jetzt so. Wir nähern uns immer mehr dem Boden. Wir machen langsame Bremsungen, aber das, da taugt mir gerade gar nicht. Der Antrieb ist sowas von leer. Ich habe Angst, dass wir im Orbit verloren gehen. Das wäre so eine Sache, die ich überhaupt nicht cool finde oder wo wir verbrennen. Die ganzen guten Daten vom Mann einfach weg sein. Das wäre ein herber Schlag für diese Mission. Das wäre ein echt herber Schlag. Noch weiter bremsen. Jetzt machen wir hier die Position fest. Wir sind hier mitten an dem Krater. Wow. Wow. Richtig geile Position zum Landen. Wenn man es so sieht. Alter, schaut euch dieses Kraterfeld an. Irgendwann steht hier eine Base von uns, die dann alles hier planen wird. Beziehungsweise die unsere weiteren Flüge betanken kann. Alter, ich freue mich schon so drauf, endlich in eine Base zu haben. Ich sag's euch. Ich habe in meinem KSP-Leben schon viel gemacht, aber eine wirkliche Base zu etablieren, ist eine Sache, die ich dann dazu ziehen kann. Nope, 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 nope. Stell dich wieder auf. Wir stehen. Wuhu! Yes! Dieses Gefühl gerade. Ich bin dafür. Wir starten erstmal unsere Maschinen. Die braucht nicht allein schon 10 Minuten. 72 Punkte durch den Mystery Goo. Dich öffnen wir auch nochmal. Druck messen, hier das messen. Das auch messen. Alter, das sind so viele Punkte. Oh, oh, geil. Wir sagen EVA. Leertaste R und bremsen. Hallo. So, dankeschön. Und jetzt sammelst du mal schnell Wissenschaftspunkte. Und tust mal mit R. Alter. Auf diesen Moment haben wir alle gewartet. Das war der Moment, auf den unsere Welt, die ganze Kerbalismus, gewartet hat. Dass wir auf dem Boden sind. Ich weiß nicht, in welche Richtung der Flagge schaut. Das ist jetzt ein Problem. Yes, richtig sogar. War leider im Schatten. Erste Mannlandung. This is a small step for a Kerbal, but a big step for Kerbin. Finde ich, der Text passt. Relativ originalgetreu. Kann ich hier irgendwo Licht anmachen? Der hat doch Helm an Licht, oder? Bedeutet, das müsste man irgendwie anmachen können. Das Licht, das kann man anmachen. Ah, das ist doch ein Bild für die Götter, oder? F2. Das ist genau das Thumbnail, was wir brauchen.
Ja, ich tue wieder Thumbnails planen. Wie halt immer. Aber muss ja auch sein, sonst kriegt ihr keine schönen Bilder. Ah, aktiviert jetzt nochmal. Deaktivieren, so. Vielleicht sollte ich die Taste auch mal verlegen. Dann hüpfen wir mal zurück in unsere Rakete. Oder können wir... Oh, warte mal. Wo war dieser Krater? Weil die Rakete muss ja eh noch... Da ist noch... Ne, war irgendwo ein Krater. Und ich glaube, dass das... Wir sind nicht viele... Alter! Wo sind wir? Da sind wir! Können wir mit dem RCS nach da drüben fliegen? Geht sich das aus? Hallo, ich habe RCS an. Wollte schon sagen, hä? Hey? Warum geht denn das nicht? Flieg, mein kleiner Körbel, flieg! Ich hoffe, der Treibstoff reicht dir da. Ja, das reicht schon. Alter. I can see the world around. Weißt du, es ist traurig, wenn unser Körper jetzt auf einmal durch einen mysteriösen Unfall stirbt. Wieso was? Komm, aufstehen. Es ist RCS aus und dann hüpfen wir nach da vorne. I can see the world around. Da 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 da. Stell dich an die Kante, mein Freund. Ashes, da da da. Alter, dieser Ausblick, gibt euch das. Ich finde, es schaut einfach zu gut aus, um es nicht abfotografieren zu wollen. Kann man es von der anderen Seite auch machen? Das schaut so geil einfach aus. Wir sind jetzt 900 Meter weit gerannt. Wie schnell schaffst du es zu Fuß? Boing. Boing. Und einfach so ein bisschen die Oberfläche halten und zurückschießen. Und dafür brauchen wir nicht so viel Monotreibstoff, weil wir brauchen eh nicht viel mehr. Aber wir dürfen halt auch nicht unbedingt so viel verbrauchen, dass wir jetzt nichts mehr haben dann für den Flug auf die Kapsel drauf. Das ist ja auch die perfekte Position für eine Base. Schaut immer die Oberfläche an. Relativ glatt, gerade. Also sollte man mal mit einem Satelliten testen, ob das wirklich so gut ist, wie wir uns das vorstellen hier. Sind wir schon so nah? Nee, sind wir noch nicht. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell wie eine Rakete. Leute, wir schicken uns mit den zwei großen Boostern hoffentlich auf einen Home Directory und mit dem Hauptteil bremsen wir uns dann ab und versuchen zu landen. So circa wäre mein Plan aktuell. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, weil wir müssen uns ja anpassen, je nachdem wie stark die Treibwerke sind. Triebwerke. Hoch, hoch. Hoch. Besteigt die Rakete, mein Freund. 22 von 47. Alter, überlegt mal, das da ist fast 100. Dann haben wir mit dem Körbel selber noch 100 gemacht. Es werden hier, wir können noch einen Crewbericht starten. Dann kriegen wir nochmal 12 für. Dann kriegen wir für die Daten, die hier drin sind, 12, 16. Und dafür kriegen wir gar nichts. Wir senden eh die Daten schon zurück, oder? Nee, geht gar nicht. Wir sind hier auf der dunklen Seite des Mondes. Ha! Ja! Scheiße. Lebensraum unter Druck setzen. Ist das gut? Nicht deaktivieren, während Besatzung anwesend ist. Ah.
Das kann ich machen, wenn keiner drin ist. Mhm. Ja, dann füllen wir doch das Ganze mal auf, oder? Hör was? Batterien von Aruba sind fast leer. Wir haben, warte mal, wir haben... Stopp mal, wo waren das jetzt? Ja, warte mal. Jetzt wartet mal, ich weiß nicht mehr, wo das war. Habe ich keine verbaut? Oh, doch, habe ich hier. Wieder aufladen, so. War das doch das hier, Reserves? Nee. Wo waren denn die? Oder wo sind die, bessere Frage? Ach, hier sind die, schau an. Der ist jetzt leer und hat seine 800 ausgepumpt. 800.600, warum nur noch ein bisschen 600 runter ist. Problem ist, dass jedes Mal hoch und runter sich das so ein bisschen bewegt wird. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das Teil braucht ihr am längsten. Jetzt mal hüpfen, das macht mir jedes Mal Sorgen, ne? So. Dann tun wir dich entladen. Und darf wieder Musik hören. Jo, Batterien sind voll. Mach die MP3-Player an. Ah ne, warte mal. Discmans, Kassetten. Was bist denn du? Bist du eine Spinne? Wenn ja, muss ich gleich fliehen. Hä, wo kommt denn das Viech jetzt her? Hä? Was bist du? Ich habe Besuch von Aliens. Oder ist es eines von den Futterviechern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was labert ihr? Ich habe euch nicht verstanden übers Radio. Hör zu laut MP3-Musik. Find's gut, dass der jetzt aktuell nicht ausläuft. Ja, jetzt ist er erschöpft. Eine Sekunde vor fertig werden. Timing. Dann tun wir jetzt den nächsten entleeren. Aber es ist gut zu wissen, dass die reichen, falls das ist, weil die jetzt irgendwie 1% Beleuchtung bloß haben. Du bist fertig. Du bist hier oben auch wahrscheinlich fertig. Jo. Ihr seid auch fertig. Bedeutet, wir schließen das alles wieder. Wir schließen euch. Den lassen wir offen. Und dann würde ich sagen, in welche Richtung müssen wir denn fliegen? Nicht in den Norden, ich würde nach da drüben wieder fliegen. Bedeutet, SAS an und los geht's. Ja, perfekt. Genau so in die Richtung wollte ich machen. 500 ms nur noch in der Richtung. Scheiße. Das reicht, ist eine gute Frage. Oh, unangenehm. Das ist jetzt unangenehm. Es sind nur noch 500 ms drin. Ich dachte, da wäre mehr drin. I can see the down no way. Precious and precious. Schauen wir, dass wir so relativ weit hochkommen. Ja, wie sind wir denn nach der Aufnahme? Sind das 10 Minuten oder sind das fast 20 Minuten? Ich habe keinen Plan mehr, aber schauen wir mal. Wir machen wenigstens den Mann-Orbit noch. Okay. So. Hier hervorspulen. Minus. Nach orbital ausrichten.
Dann können wir gleich nochmal einen Schub machen. Ich weiß gar nicht, wie der Schub braucht. Nein, nein, oh, das ist eine blöde Idee. 400 MS alleine. Der Move, den ich jetzt vorhab. Leute, wir beginnen jetzt schon mit dem Move. Ja, es waren 19 Minuten. Wir sind schon ewig lang am Aufnehmen. Hupsi. Das Viech da oben macht mir irgendwie Sorge. Es hängt da von meiner Decke und das mag ich nicht. Was mir eher Sorgen macht, dass wir gleich unsere Hauptenergieversorgung kappen. Beziehungsweise jetzt. Wir werden in kürzester Zeit einen Orbit wahrscheinlich herstellen. Yep. Zack. Und damit, meine lieben Leute, war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.